Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Lucia Dwayne Mary. Wir haben wieder den Garten- und Hofrundgang, direkt beim Bach. Jo, ich habe hier schon angefangen zu pflanzen, wahrscheinlich für die Radieschen zu spät. Und zwar habe ich da Radieschen Topsi in der Reihe und dann habe ich dreimal Karotten, rote Stümpfe ohne Herz. Was haben wir da stehen? Ich kann das aus der Entfernung nicht lesen. Jeanette und Nanta ist Typ 2. Jo. Dieses Mal etwas weniger, weil ich das große Hochbeet, da hatte ich ja letztes Jahr Karotten und Pastinaken. Pastinaken fehlen mir auch noch, aber kommt dann zu den Radieschen dazu. Weil da kommt dann der Salat hin. Ist auch schon halbwegs fertig. Da habe ich die Erdbeeren. Hoppala. Da sind die Erdbeeren und da habe ich schon ein bisschen aufgefüllt mit Tiermist vom Komposthaufen. Aber es fehlt natürlich was. Jetzt muss das Ganze ein bisschen wieder raufkommen, dann kann ich wieder Erde drauf schmeißen. Jo. Ganz voll füllen werde ich ihn nicht, weil das ist dann zu viel Stress, glaube ich, für die Erdbeeren. Aber ein bisschen, dass es nicht gar so flach ist. Und da wirft ja dann der Rand den Schatten und die brauchen ja ein bisschen Sonne auch zum Rot werden. Da haben wir hier noch Petersilie. Die wird jetzt wahrscheinlich, und ein bisschen Unkraut ist auch noch drin. Und irgendein Viech hat sich da ein Loch gegraben, das geht ziemlich weit rein. Ja, muss ich auch noch auffüllen. Die werden wahrscheinlich schießen, da werde ich dann Samen bekommen, hoffentlich. Ja, und nächstes Jahr ist dann da was anderes drin. Und da werde ich wahrscheinlich auch noch Karotten reingeben. Und Pastinaken und ja, Zwiebeln und Knoblauch fehlt auf jeden Fall auch noch. Mal schauen, was sich alles ausgeht. Jo, dann haben wir hier den Komposthaufen. Und hier haben wir das große Hochbeet beim immer noch leeren Gänse- und Entenauslauf. Die dürfen immer noch nicht raus. Habe es letzte Woche, also für euch vor 2 Wochen, für mich jetzt letzte Woche angerufen. Ja, und leider bröckelt die Farbe ab. Ja. Das Hochbeet war schon ein bisschen morsch. Und bei schon ein bisschen morschen Hochbeeten hält die Farbe überhaupt nicht. Ja, da wurde wieder befestigt. Die Folie ging sich nicht mehr bis ganz nach oben aus, aber ist besser als vorher, wo da auf der Seite alles rausgerieselt ist, weil es schon so weit unten war. Ich höre da hinten Enten, aber das sind nicht meine. Ein Erpel. Ich hoffe, er bringt mir nicht die Vogelgrippe. Beim Weg hat sich leider immer noch nichts getan. Der schaut immer noch nicht fertig aus. Dafür ist da jetzt das Gestrüpp weg und da war auch ein Baum bzw. ein ungefähr 3,5-4 Meter hohes Gebüsch, was jetzt auch weg ist. War nicht verfütterbar im Vergleich zum Bambus, der aber irgendwie nicht wachsen will. So viel zum Thema, man darf Bambus nicht beim Gewässer pflanzen, weil das wächst unaufhaltsam, aber da wächst irgendwie gar nichts. Gelb wird es auch noch. Ja. Ja, beim Hühnerauslauf hat sich ein bisschen was getan. Und zwar steht da jetzt eine Sandkiste. Körtner ist noch nicht fertig, da fehlt noch das Dach, weil die Plane, habe ich die Befürchtung, dass mir die Tierchen es niederreißen. Braucht nur eine Pute draufspringen und ein Puter mit 12 Kilo und es ist kaputt. Deswegen kommt da ein Holzdach drauf. Und eine Absicherung, dass es nicht unabsichtlich mal runterfällt auf andere Tierchens, weil das ist nur mit Schrauben auf der Seite, mit Festziehen fest. Also ja, eigentlich für Kinder gedacht, nicht für Puten und Hühner. Ein Auto. Und da kommt natürlich noch die Wiese drin weg. Die kommt dann an eine andere Stelle, wo weniger Wiese wächst, zum Beispiel bei den Gänsen drüben.
Und ja, natürlich Sand rein. Folie drunter habe ich nicht, weil die zerreißen es mal. Beim Schaden reißen die Folie weg. Also das Unkrautvlies, was man drunter gibt normalerweise. Aber das ist eine ganz schlechte Idee bei Hühnchen. Ja, davon habe ich übrigens zwei. Die zweite ist aber noch weder gestrichen noch aufgebaut, ist noch original verpackt. Hier haben wir ein paar ängstliche Puten und ein Puter. Ja, manchmal funktioniert es. Auf jeden Fall, das ist noch der Hühnerstall bzw. Putenstall. Ja, dürfen leider immer noch nicht raus, da hat sich nicht viel verändert. Das schaut gleich aus wie das letzte Mal auch noch. Ich hoffe, bald geht was weiter. Ja, und da hat sich leider auch noch nichts gemacht. Außer, dass der Haufen jetzt etwas größer ist vom Tiermist und die Erde kommt noch drauf. Bin ich gespannt, was ich da drauf pflanze. So, dann hoffe ich mal, euch hat das Video gefallen. Jetzt ist es sehr sonnig. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Video.